Ja, also können wir gerne machen. Geklaut würde ich so jetzt nicht sagen. Es ist ja schon anders. Es ist ähnlich, aber es ist auf jeden Fall... es ist schon verbessert. Teil 3 hat halt an manchen Stellen echt so ein paar Stellen, wo ich mir gedacht habe, boah, geht nicht mehr. Auf einmal her. 10.000 Katzenwascher. Wassermarsch. Ich habe halt meine Sniper nicht mehr. Das ist so scheiße. Zentralventile überladen.
Nein, 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 nein. Warnung, Zentralventile überladen. Warnung, Zentralventile überladen. Ich glaube, die Schroti bringt mir hier gerade nicht so viel Ölwäsche. Ja gut, dann spreng ich mal, ne? Dann... hauen wir rein. Mach doch noch langsamer auf, bitte. Du snipest gerade mit deiner Schrotflinte. Ach. Ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ach, hör schon auf zu brennen, bitte. Also mir ist das jetzt erst aufgefallen. Aha. Ja, ich versuch's doch schon. Alter. Das gibt's doch nicht. Laber nicht.
Ich muss gerade mal kurz abwarten, bis ich wieder aufgeladen bin mit Energie. Das Ding ist, ich habe die so präpariert, die Schrot, dass die relativ weit... Also sie hat eine relativ hohe Reichweite. Deswegen geht das. Es war immer noch eine Schrot, aber du kommst relativ weit. Schon. Crash-D, die Level, wo alles brennt und explodiert, feind ich doof. Du könntest da gerade ein Zelt aufschlagen und es würde nichts passieren. Richtig. Richtig. Du hast halt keinen Zeitdruck. Das Einzige ist, dass du aufpassen musst, nicht in die Flammen zu laufen. Also, es verliert irgendwie so ein bisschen am Witz, aber ich verstehe dich, Basti. Ich finde es auch gerade so ein bisschen witzlos. Es ist zwar cool gemacht und die Effekte sind auch 1A, aber es sieht schon nice aus, aber es passiert halt nichts. Schon nice aus, wie das da alles explodiert und die Flammen sehen gut aus. Hope County Jail. Ich glaube, er wird zu alt für diesen Scheiß. Du siehst scheiße aus. Ja, so fühle ich mich auch. Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du hast heute eine Menge Leute... Asynchron. Ist das nicht. Hey, kannst du mir helfen? Ich muss los. Hm. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Das ist nett. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde. Oh.
Da ist aber noch Jacob. Und vor Jacob habe ich richtig Schiss. Vor Jacob habe ich richtig Schiss. Ein Ziegel ward geöffnet. Meine Faith. Die wievielte? Meine Faith. Sie war nicht die erste, die diesen Namen trug, aber sie war die hingebungsvollste. Ach! Wie kommt das denn? Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Gebrochen. Verloren. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Perfekt. Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Ohne sind wir verloren. Also verlieren wir nie den Glauben. Und jene, die uns Böses wollen, werden leiden. Oh ja, wir werden richtig leiden in dem dritten Teil. Der dritte Teil hat mich seelisch auch richtig fertig gemacht, ne? Der Sündenfresser. Gut, Leute. Das war's für heute. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir schauen mal. Ist noch einer da? Tja. Detroit. Rogue. Wah. Wah, wah, wah. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich weiß noch nicht, inwiefern es wirklich Borderlands wird, weil ich erstmal die eine Sache fertig kriegen muss. Aber ich werde morgen auf jeden Fall irgendwann online sein. In diesem Sinne, schlaft schön, habt eine wundervolle Nacht und wir sehen uns morgen. Tschüss.